Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit dem neuen Spoiler zu One Piece Kapitel 954 mit dem schönen Titel Wenn ein Drache Flügel bekommt. Auf dem Cover sehen wir Batschiff, welches auf die Redland zusteuert. Zoro akzeptiert Hiyoris Vorschlag, er würde Jusui an Wano zurückgeben im Tausch gegen Enma. Er will auch Ryumas Grab besuchen, da er gegen ihn gekämpft hat, obwohl dieser ein Zombie war. Kawamatsu glaubt, dass Zoro wohl einen Traum gehabt haben muss, wo er gegen Ryuma kämpft. Oden kämpfte mit zwei großen Schwertern, Enma und die Klinge der göttlichen Schwingen oder auch Ameno Habakiri. Durch ein scheinbares Komplott ist Law wieder frei. Hawkins offenbart, dass seine Allianz mit Kid und Apu eine Falle war, da Apu bereits vor der Allianz für Kaido gearbeitet hat. Daher blieb Hawkins keine Wahl, als ein Untertan von Kaido zu werden, wenn er überleben will. Die Nummern begeben sich auf die Feier von Big Mom und Kaido. Hier handelt es sich um riesige Bestienpiraten. Kaido und Big Mom haben sich zu einer Allianz entschlossen und ihre Untertanen sind überrascht. Beide feiern und wollen sich gegenseitig umbringen, nachdem sie die Welt erobert haben. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Kapitel. Ich hoffe, diese Spoiler so spät in der Nacht haben euch noch gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und was ihr von den Spoilern haltet. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder, also im Grunde eigentlich schon heute, wenn mein Kapitel-Review kommt und das auf jeden Fall zu einer früheren Zeit. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein, ciao.